G'day everyone und herzlich willkommen zu einer ganz kurzen Video-Einführung in die Physik für Bio- und Geowissenschaften an der Universität Salzburg. John Dunlop ist mein Name und ich bin verantwortlich für diesen Kurs und würde euch begleiten über diese kommende Wintersemester 24-25 und hoffentlich begeistern über die Welt von Physik und wie wichtig das ist tatsächlich für Biologie, medizinische Biologie, was haben wir auch, Molekularbiologie und last but not least Geowissenschaften, so Geologie und Geographie. In diesem sehr kurzen Video möchte ich einfach nur mich kurz vorstellen und erklären die Ablauf von dieser Lehrveranstaltung. Wir treffen uns selbstverständlich in echt, aber weil der Kurs so groß ist, wir müssen auch einige Lehrveranstaltungen, also diese Vorlesungsteil, online halten. Und ich erkläre in den nächsten Videos, wie das tatsächlich laufen wird. So, mein Name ist John Dunlop. Ich komme ursprünglich aus Australien, habe in Frankreich promoviert in Metallphysik, dann war ich sehr lang in Potsdam an dem Max-Planck-Institut für kolloiden Grenzflächenforschung, Abteilung Biomaterialien von Peter Fratzel. Und dann seit 2017, so jetzt fast 7 Jahre, bin ich hier tätig an der Universität Salzburg und bin verantwortlich für die biologische Physik oder Biophysik, wie auch immer man nennen möchte. So, ich bin wirklich in diesem Bereich, wo ich verwende Physik, biologische Probleme zu verstehen. Und so, es ist eine persönliche Angelegenheit, euch zu begeistern und zu helfen tatsächlich, dass man Physik ein bisschen besser versteht und so, dass ihr auch in eurer Forschung und Studium auch anwenden kann. In dieser Lehrveranstaltung, wie ich gesagt habe, die wird einige Videos, die wird online dargestellt, so auf diesem YouTube-Kanal. Könnt ihr jederzeit anrufen und anschauen. Zusätzlich würden wir auch auf Blackboard Übungen zur Verfügung stellen. Und diese Übungen wird helfen, die Prüfung zu vorbereiten, aber man kriegt auch Bonuspunkte für diese Übungen. Und wie gesagt, die Details kommen in Blackboard. Zusätzlich in echt würden wir in Hörsaal treffen, wo wir über eher praktische Probleme durchgehen würden. So wie wir probieren, Probleme, die in die Übungen vorkommt, durchzu berechnen gemeinsam, wo ihr Fragen stellen kann, Probleme mit Verständnis von den Videos, dass ihr auch das diskutieren kann in Hörsaal. Wirklich mit der Idee, dass die konzentrierte Information kommt in ein Video vor, so dieser Inverted Classroom sozusagen, und dann ihr kommt vorbereitet in diese Übungen, nachdem ihr diese Videos gesehen habt und kann Fragen stellen und ich kann euch helfen, gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen von mir. Ich wünsche euch alles Gute in die Studienbeginn, insbesondere für diejenigen, die gerade anfangen, neu in dieses Semester. Viel Spaß. Ich hoffe, dass ihr viel lernt und auch die Begeisterung in der Biologie und der Physik so, dass wir das erwecken kann und meistern kann. Ich freue mich, wenn ich euch persönlich triff oder in diese Lehrveranstaltung oder in Lehrveranstaltungen in die Zukunft oder mit Forschungsprojekten oder was auch immer. Und ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns bald. Alles Gute. Ciao.